Ich hatte vor kurzem ein Gespräch und danach war ich echt kurz 4-5 Minuten mehr oder weniger erschrocken, kann man sagen, weil mir eine Sache bewusst wurde. Die meisten Menschen glauben Dinge, haben ihre Glaubenssätze, haben ihre Einstellung, haben ihre Perspektive zu Dingen, aber wissen nicht woher. Hast du dich schon mal gefragt, warum du glaubst, dass A und B so und so ist oder so und so sein muss? Hast du dir schon mal überlegt, ob die Dinge, wie du sie siehst, so sind, wie du sie sehen solltest? Oder ist es was, was du aufgetragen bekommen hast? Ein Einfluss von außen, der dich in diese Richtung manipuliert hat über deine letzten Jahre als Kind, als junger Erwachsener, als Erwachsener? Ich unterhalte mich sehr oft mit Menschen und es ist unglaublich, wie viele extrem an einem Punkt festhalten oder an einem Glaubenssatz, ohne wirklich zu wissen, warum. Ein gutes Beispiel ist Andrew Tate. Wie viele Menschen oder wie viele Frauen vor allem eine negative Einstellung gegenüber dieser Person haben, obwohl er ein großartiger Mensch ist und sehr, sehr, sehr vielen Menschen, vor allem jungen Männern, geholfen hat. Warum? Weil es war in den Medien, es war auf den sozialen Medien, TikTok und so weiter. Und es wurde Step for Step in die Richtung manipuliert, diese Person als schlecht zu sehen. Und man kann sich über gewisse Dinge streiten. Aber das ist ein gutes Beispiel, wo sehr viele eine Meinung haben, sagen, der ist so und so, aber ohne wirklich zu wissen, woher sie die haben, ohne wirklich selbst nachgeschaut zu haben, woher kommt diese Information, stimmt das denn wirklich, ist das denn wirklich so? Und das haben wir bei ganz, ganz vielen anderen Dingen auch. Und die meisten von euch leben eine Lüge. Die meisten von euch glauben Dinge, ohne aktiv drüber nachzudenken, weil sie sie in den Medien gesehen haben, weil es die Eltern erzählt haben, weil es in der Schule erzählt wurde. Da muss es ja stimmen, oder? Nein, tut's nicht. Und viele von euch wollen das vielleicht auch gar nicht hören, die wollen in ihrer Lüge, in ihrer Blase bleiben, was okay ist, weil die Wahrheit tut manchmal weh. Aber dir muss bewusst sein, dass alles, was du glaubst, dir von jemandem mitgegeben wurde oder durch etwas, immer ein Ziel verfolgt hat. Das Ziel, dich so zu formen, dass du ins System passt, dass du nicht außerhalb der Box denkst, dass du normal bist, dass du dich anpasst, ganzen Tag hier scrollen, oh, next one, next one, next one. Nicht zu viel nachdenkst, hey, was passiert denn eigentlich da draußen? Was passiert mit unserer Nahrung? Was ist mit der Pharmaindustrie? Weshalb zwei Jahre lang jeder oder fast zwei Jahre lang jeder mit einem Mundschutz rumgelaufen ist, ohne wirklichen wissenschaftlichen Background, dass es Sinn macht, zu Hause geblieben ist, in einem Lockdown, Familienmitglieder nicht besuchen konnte im Krankenhaus, weil man sich nicht irgendeine Chemikalie spritzen lassen wollte, die unerforscht war, wo wir jetzt im Nachhinein ja sehen, was daraus wurde. Und vieles weiteres. Und das sind nur ein paar Beispiele. Und ich will mit dem Video vor allem dich challengen, all die Dinge, die du glaubst und siehst, zu hinterfragen und nichts einfach so zu glauben. Weil wir werden in eine Richtung manipuliert, nicht frei zu denken und für immer in unserer kleinen Box zu bleiben. Es wird Zeit aufzuwachen, die Welt ändert sich so schnell und die, die jetzt nicht aufwachen, die werden überbleiben. Die werden nicht mehr aus diesem Cycle ausbrechen können. Und ja, es findet gerade eine Revolution in vielen Bereichen statt, aber auch nicht wirklich, um ehrlich zu sein, oder noch nicht wirklich. Und ich will dich heute challengen, zu überlegen, hey, deine politische Einstellung, wie du dich selbst siehst, wie du deine Situation siehst, wie du gewisse Dinge wahrnimmst, zu hinterfragen und das nächste Mal, wenn du in den Medien was siehst, zu überlegen, hey, was für ein Grund könnte das haben, dass die wollen, dass ich das jetzt sehe und jetzt glaube. Und das kann man jetzt sagen, okay, Conspiracy Theory, this and that. Ja, aber viele, viele, viele Dinge haben sich als wahr behauptet über die letzten Jahre, wo alle gesagt haben, hey, das stimmt ja nicht, das kann ja nicht sein,
Ach ja, genau, so wird es schon nicht sein. Das Leben, das du führst, ist zu einem großen Teil eine Lüge. Du lebst nicht das Leben, was du führen willst, oder die meisten von euch, sondern das, was dir erzählt wurde, dass du es willst. Und es wird Zeit aufzuwachen. Hinterfrag die Dinge, die du glaubst, deine Glaubenssätze, deine Perspektive zu Dingen. Denk außerhalb der Box und nutz die Chancen unserer Zeit, um dich selbst in Freiheit zu begeben von diesem System, was uns mehr oder weniger in Ketten hält. Nicht physisch, aber in Form davon, in Form von unserem Finanzsystem, Gesundheitssystem und vieles weiteres. Auf diesem Channel werden zum Großteil Dinge kommen zum Thema Business, Dating, speziell für Männer, maskuline Energie, alles in diese Richtung, aber auch Videos wie dieses, kurz und knapp, mit dem Ziel, dich aufzuwecken. Es wird Zeit.